Hermann Schmittendorf, herzlich willkommen in einer neuen Ausgabe unseres Eisenbahnmagazins Kollivisia. In Babelsberg wurden über viele Jahrzehnte Dampfloks und Dieselloks hergestellt. Haben Sie vielleicht Lust, einmal solche Schätzchen direkt live im Einsatz zu erleben? Dazu haben Sie die Chance, am letzten Wochenende des September dieses Jahres 2014 in Polen. Dort organisiert der Thüringer Bahnenthusiast Peter Erk zusammen mit polnischen Freunden das vierte Festival der Schmalspurbahnen auf der Spurweite 600 mm. Das Ganze findet statt in einem Ort Białoszliwie, zu Deutsch hieß das früher Weißenhöhe, und ist etwa 30 Kilometer östlich von Piła, dem früheren deutschen Schneidemühl. Das ist gar nicht so weit weg von Berlin oder Potsdam zum Beispiel, wie es vielleicht klingt. Man fährt einfach mit dem Pkw über Frankfurt oder über den Grenzübergang Kitzbühel-Küstrin, dann 250 Kilometer östlich und ist am Ziel. Und mit der Regionalbahn von Berlin auch nach Kitzbühel-Küstrin und dann wieder in den Osten hinein. Wenn Sie dorthin fahren wollen, dann werden Sie dort unter anderem Dieselloks der Babelsberger Baureihe NS2F erleben, die Peter Erk hier bei der Briezer Parkbahn im Berliner Briezer Garten ebenfalls einsetzt. Aber vor allen Dingen eine Attraktion wird sicherlich sein, eine kleine, nette, süße Dampflok aus der Fabrikatur Ohrenstein und Koppel, ebenfalls aus Babelsberg. Nur hieß damals eben der Betrieb in den 1920er Jahren anders als zu DDR-Zeiten. Als kleinen Appetit haben, stellen wir Ihnen jetzt einige Aufnahmen vor von den Vorgängerveranstaltungen der letzten Jahre. Viel Spaß! Dem polnischen Dichter Julian Tuwim verdanken wir die Erkenntnis aus seinem berühmten Kinderreim Die Lokomotive, dass eine Dampflok schnauft, keucht und pustet. So war das auch in Białoszliwie, aus prosaischen Gründen. Die eingekaufte Kohle war so guter Qualität, dass die Lok im Stand zu viel Dampf produzierte, sodass der Überschuss abgeblasen werden musste. Einige Meter weiter wird eine weitere Dampflok für den Dienst vorbereitet. Die Lokomotive wurde 1920 durch Ohrenstein und Koppel produziert und hat 20 PS. Die Überraschung ist die Lokmannschaft. Nicht nur Besitzer Daniel Bär, sondern auch seine Söhne, der 11-jährige Lukas und der 4-jährige Matteo, werken mit Begeisterung an der Lok. Und was machst du da jetzt? Rohre putzen. Rohre putzen? Wie geht das? Warum musst du da putzen? Damit besserer Zugang. Und wie alt bist du eigentlich? 4. Ja. Ja, das sind heiße Rohre, die du nicht anfassen. Hier unten ist die Kohle drin. Und hier drin sind auch ein bisschen andere Sachen, auch ein Holz. Und hier kann man irgendwas machen, und ich weiß nicht. Und das. Da zischt das dann, wenn man auf der Fahrt fährt. Ja, wenn das hier ganz vorne ist und das ist aufmacht, das Ski, dann macht das so Haustisch. Wo machst du das Tempo, dass es schneller fährt? Nein, das war hier. Während die Freizeiteisenbahner eine weitere Maschine für Gleisarbeiten abladen, die Peter Erk angeliefert hat, schwelgen örtliche Profi-Eisenbahner in kostbaren Erinnerungen. Mit Tadjin Nowak, mit Lech, oh ja, in den 1970er Jahren begann ich zu fahren, bis zum Ende des Bahnbetriebs 1993. Da ist so eine Zufriedenheit, dass das hier endlich wieder mit Leben erweckt wird. Auf der 805 fuhren wir mit Tadjo, mit Franne Kosłowski, mit Ludek die ganze Zeit. Das waren zwei verschworene Lokmannschaften. Diese Dampflok fuhr flott wie die Biene Maya und so fährt sie heute noch. Das Herz tut mir weh, wenn ich höre, dass es der Schmalspurbahn schlecht geht. Seit 1981 fuhr ich auf Dieselloks. Bei den Dampfloks war ich nur Heizer, aber ich bin tausendmal lieber Dampflokheizer als Diesellokführer. Wirklich. Lokführer in Spee Matteo teilt völlig die Meinung der älteren Generation. Dampflok, das ist es.
Für den Erfolg der Veranstaltung war es gut, dass kurz vorher in Bermuschliwia ein neues Restaurant mit Pension eröffnet hatte. Wer wollte, konnte auf dem Hofgelände im eigenen Zelt übernachten. Und die Küche garantierte auch Sonderwünsche der ausländischen Gäste, sowie Knoblauch in Großhandelsmenge, zu kippen sogar in die original polnische rote Rübensuppe. Auf dem Gelände des Betriebswerks konnten sich die Gäste mit Andenken sowie Speisen und Getränken versorgen. Der Erfolg hatte viele Väter. Wasserversorgung der Dampflok sowie Ordnerfunktionen übernahm die Freiwillige Feuerwehr. Die Schmarschbobahn arbeitet gut mit dem örtlichen Forstamt zusammen. Ein Finanzzuschuss kam von der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit. Die Ehrenschirmherrschaft übernahm der Regierungspräsident der Region Großpolen. Das Regionalbahnunternehmen Przewozy Regionalne instruierte sein Fahrpersonal, bei Vorbeifahrten an der Schmalspurbahn von und nach Piwa langsam zu fahren. Jedes Treffen der kleinen und großen Triebfahrzeuge gipfelte in einem lautstarken Begrüßungspfeifkonzert. Der polnische Armeetransport direkt neben der Dampflok war ein nicht alltägliches Ereignis. Aber die zahlreich erschienenen Bahnfans freuen sich natürlich besonders, wenn die Dampfloks auf offener Strecke fahren. Mittendrin die Ohrenstein- und Koppellok aus Babelsberg. Eigentlich mit so vielen Leuten nicht gerechnet, bin eigentlich überwältigt von dem Zuspruch. Wie gesagt, auch über die Freude, die man den Leuten im Gesicht gesehen hat. Also war eigentlich eine einmalige Veranstaltung. Auch die Babelsberger Dieselloks zeigten sich in Polen von ihrer besten Seite. Hier eine NS3 und hier eine NS2. Im Führerhaus steht natürlich wieder Jungeisenbahner Matteo. Beim vierten Schmalspurfest im polnischen Białostocie am 27. und 28. September dieses Jahres wird unter den mindestens vier teilnehmenden Dampfloks auch eine weitere Attraktion sein. Die Dampflok Dimitrios vom Feldbahnmuseum Frankfurt am Main. Erbauer war die französische Fabrik Decaville. Erstmals zeigte dieser Konstrukteur seine 600 mm Schienen und Züge am Fuße des gerade errichteten Eiffelturms auf der Pariser Weltausstellung von 1889. Das sah ein polnischer Adliger aus dem Raum Weißenhöhe. Er erkannte sofort, so eine Bahn braucht unsere Region, um Zuckerrüben ökonomisch zur Zuckerfabrik bringen zu können. 5 Jahre später fuhren die ersten Züge auf der Bahn, die jetzt Gastgeber für die durch Peter Erck aus Thüringen ausgeliehenen Loks sein wird und die im nächsten Jahr ihr 120-jähriges Jubiläum feiert. Wer ein bisschen interessiert ist an Eisenbahn, wer ein bisschen interessiert ist an Historie, fahrt zum Dampfloktreffen. Es lohnt sich schon allein, die kleine Lok zu sehen. Na, haben Sie Lust bekommen, am letzten Wochenende im September 2014 in Polen unter anderem so eine Babelsberger Diesellok NS2F im Einsatz zu erleben und auch eine Dampflok, die aus Babelsberg stammt? Ich kann es Ihnen nur empfehlen. Es braucht Sie nicht zu fürchten, dass es Sprachprobleme gibt. Es sind genug andere Deutsche dabei und es gibt gute Unterkunft und hervorragende Speise und Getränke. Also, vielleicht bis bald am 27. und 28. September in Polen mit Dampf und Diesel, unter anderem aus Babelsberg.